Hallo und willkommen bei. Ich sag euch mal, was ich so habe. Ja, toll, dieses Ding ist Copyright geschützt, dieses Hintergrundbild. Also, das Hintergrundbild ist nicht von mir, das ist von PlayStation3-Team.de/PlayStation-Team. Warte, das haben wir gleich. Quatsch. Das Ding wird sowieso gelöscht, sobald ich wieder auf meinem Fernseher spiele. Selbst im Hauptmenü ist sowas. Samurai? Egal. Ich weiß gar nicht, dass ich sowas habe. Ich hab zu viel. Echt. Das ist mir. Ich soll ein paar löschen vielleicht mal. Alter. Ja, ich hab viele. Daran, dass ich PlayStation Plus mitkriege, dann kriege ich viel geschenkt. PlayStation Vita, ja, genau. Egal. So. Juwelenwächter. Rubalix. Max Payne, leider Englisch. Zeigen, was man hat. Englisch, ne? Ich hätte etwas gegen, wenn es Englisch ist. Wenn ich meine, man kann sich doch ruhig die Emulator-Fassung denn halt, ne? Back to the Future, Disco 2, Super Street Fighter 2. Ach ja, und die Games kosten nur 4,17 € im Monat. Natürlich behalte ich sie nur so lange, bis ich PlayStation Plus Mitglied bin. Aber wenn man sich dann so vorstellt, man bleibt für immer PlayStation Plus Mitglied, zahlt jedes Jahr so, also jeden Monat 4,17 €. Ja, ganz praktisch. Habe ich natürlich auch davon jetzt gekauft, ne? Also zum Beispiel Tumble habe ich jetzt gekauft, Final Fantasy 7, Final Fantasy 6 und Just. Ne, das war gar nicht da. Just Cause 2. Der Rest ist echt alles nur hier. 99 Spiele von. Davon. Mindestens 90 von PlayStation Plus. Ich bin noch nicht mal ein ganzes Jahr Mitglied. Jetzt in 2 Monaten. Da kriege ich auch noch Games. Ja, passiert halt. Habe ich Musik, die ich abspielen kann? Nein. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ach ja, genau. Nur weil ich mir den Ninja gezockt habe. Nur weil ich mir den Ninja gezockt habe. Ich hab das mal vor der Aufnahme machen müssen. Nicht wundern, die große Liste. Warum da manchmal 0